Deutschlands bekanntester Bürgermeister redet Klartext. Er sagt zum Beispiel, Multikulti ist gescheitert. Für seine Anhänger ist das der Beleg, dass Heinz Buschkowski die Dinge beim Namen nennt. Seine Gegner sagen, ein Brandstifter wie Sarrazin. Herzlich willkommen zum Dialog. Guten Tag. Neukölln ist überall, heißt Ihr Erstlingswerk, das erste Buch, das Sie je geschrieben haben, soeben erschienen und sofort auf Platz 1 der Bestsellerliste gestürmt. Bevor wir darüber reden, ob Neukölln wirklich überall ist, Sie sind der Bezirksbürgermeister von Neukölln. Vielleicht stellen Sie uns Ihren Bezirk kurz mal vor. Der Bezirk Neukölln hat gute 300.000 Einwohner, genau 315.000. Davon sind 128.000 Einwanderer. Also gute 40%. Das ist schon eine erklägliche Zahl. Und deswegen muss sich der Bezirk auch um die Integration besonders kümmern und die Politik darauf ausrichten. Neukölln hat eine lange, traditionsreiche Geschichte. Wir waren eine stolze preußische Stadt, bis wir 1920 von Berlin okkupiert wurden. An der Revanche arbeiten wir noch, aber das ist nicht heute unser Thema. Da ist der moderne Sport entstanden durch Turnvater Jahn. Die implantierbare Herzschrittmachertechnik ist bei uns entwickelt worden, genauso wie die Perinatalmedizin. Also viele Menschen verdanken uns ihr Leben, ohne dass sie wissen, dass sie eigentlich wortwörtlich im Herzen Neuköllner sind. Da höre ich jetzt den Stolz des Bürgermeisters raus, muss auch so sein, aber ich zitiere Sie jetzt wörtlich, Sie können auch ganz anders über Ihren Bezirk reden. Neukölln steht für Gewalt, sozialen Abstieg, Überfremdung, Verwahrlosung, Schulschwänzen und Arbeitslosigkeit. Ist es wirklich so schlimm? Sowas gibt es. Und solche Viertel haben wir, solche Stadtgebiete, Teile davon haben wir. Das kann man an einer einzigen Zahl ablesen. Dort, wo 3 von 4 Kindern im Hartz-IV-Bezug leben, dort muss das soziale Gefüge aus den Fugen geraten sein. Das ist völlig klar. Dort, wo jeder zweite junge Mensch unter 25 Kunde im Jobcenter ist, kann auch etwas nicht geklappt haben mit dem Hineinführen junger Menschen in unsere Gesellschaft. Noch einmal eine Zahl, die ich auch Ihrem Buch entnehme. Sie haben 25 Schulen, nicht 25 Klassen. Nochmal 25 Schulen mit einem Ausländeranteil über 80%. Das sind ja dramatische Zahlen, das alles zusammengefasst. Aber da frage ich, wieso ist dann Neukölln überall? Neukölln hat dramatische soziale Zahlen, aber das ist doch nicht die Realität in Deutschland. Ja, darüber gibt es ja den Streit. Ich bin ja überrascht, wie stark der Buchtitel schon zu Diskussionen führt. Wir sind sicherlich allein durch die Größe 128.000 Einwanderer, das ist mehr als andere Städte Einwohner haben, bemerkenswert. Aber Sie können in Kielgarden anfangen über Hamburg, Bremerhaven, Dortmund Nord, Duisburg, Köln bis nach Mannheim, bis nach München-Haselberge gehen. Dort, wo Sie in Städten Viertel haben mit starker Einwandererbevölkerung. Überall dort gibt es natürlich Probleme mit den sozialen Entwicklungen, weil mit der Einwanderung ist auch Bildungsferne in unsere Stadtlagen gekommen. Und dort, wo sie Bildungsferne haben, da schlägt eigentlich die Stunde für eine beherzte Integrationspolitik. Und die vermisse ich bei uns. Gehen wir jetzt noch mal auf die Zahlen. Sie haben gesagt, 41% Migrantenanteil in Neukölln. Jetzt könnte man ja sagen, ja, ist doch prima, ist toll, Berlin ist eine weltoffene Stadt. Freuen wir uns, dass wir so eine bunte Gesellschaft haben. Sie aber sagen, Multikulti ist gescheitert. Warum? Ja, ich habe auch noch nie von sozialen Verwerfungen im Diplomatenviertel gehört. Und da ist der Anteil von Ausländern viel höher. Nein, es geht ja um den Anteil von bildungsferner Einwanderung, von Menschen, die aus Ländern kommen, die einen ganz anderen Zivilisationsstand haben, wo es keine Schulpflicht gibt, wo es manchmal noch nicht mal Schulen gibt, wo Mama und Papa Analphabeten sind. Und da beginnt erst das Problem. So, und wieso Multikulti?
Schuld, die ist gescheitert. Es gab zwei Lebenslügen in den letzten Jahrzehnten. Die eine lautete, die gehen eh alle wieder nach Hause, müssen wir uns nicht drum kümmern. Hat sich nicht so wirklich bewahrheitet. Und die zweite Lebenslüge war, wenn viele Kulturen aufeinander prallen, dann bricht sich aus jeder nur das Gute Bahn und es entsteht eine neue Symbiose menschlicher Gesellschaft, die multikulturelle Gesellschaft, die alle diese Probleme wie ein Naturgesetz löst. Haben wir auch festgestellt, ist so nicht, kann man zwar behaupten, stimmt aber nicht. Weil Integration muss man steuern, die passiert nicht einfach. Ich würde da trotzdem gerne noch kurz verweilen, weil eben doch für sehr, sehr viele Menschen nach wie vor dieser Begriff Multikulti positiv besetzt ist. Haben uns die viele Zuwanderer, haben die uns nicht weltoffener gemacht? Ist es nicht schön, dass wir Pizza essen und nicht nur Eisbein und ein bisschen mediterrane Lebensgefühle statt Kehrwoche? Aber ich bitte Sie, eine multikulturelle Gesellschaft zeichnet sich doch nicht dadurch aus, dass Sie Pizza essen gehen, einen Döner oder dass der Änderungsschneider, der bei meinen kurzen Ärmelchen die Manschette zurückversetzt, ein türkischer Änderungsschneider ist. Das ist doch nicht Multikulti. Das ist eine multiethnische Gesellschaft. Das akzeptiere ich ja. Multikulturell meint ja, dass auch die Kulturriten, die geschichtlichen Kulturelemente in einem Land sich vermischen, dass sie sich vermengen. Und da habe ich schon so meine Bedenken. Ich glaube auch nicht, dass sehr viele Menschen multikulturell sein wollen. Ich kann das jedenfalls bei den Einwanderern bei mir in Neukölln nicht feststellen. Die legen schon sehr viel Wert darauf, dass sie stolzen türkischen Ursprungs sind oder stolze Araber oder dass sie Vietnamesen sind und. Die Menschen legen schon Wert auf ihre Wurzeln. Ich habe relativ selten jemand getroffen, der gesagt hat, ich freue mich, multikulturell zu sein. Cool. Sondern die Leute wollen schon wissen, wo gehöre ich hin? Was ist eigentlich mein Ursprung? Und sie bringen es auch übrigens ihren Kindern bei. Ja. Und jetzt fordern Sie, was ja dann umso schwerer ist, wenn Sie jetzt selber ja über diesen Stolz auf die eigene Kultur reden, jetzt fordern Sie von den Zuwanderern Integration. Und Sie gehen darüber hinaus und sagen, Integration ist eine Bringschuld. An was sollen sich die Einwanderer denn anpassen? An die deutsche Sprache, an die deutschen Sitten und Gebräuche, an die deutsche Leitkultur? Ja, ich weiß nicht, wie Sie Leitkultur schreiben, mit T oder mit D. Also das überlasse ich erstmal Ihnen. Ich meine nicht, dass Sie Lederhosen anziehen sollen, Weißwurst zum Frühstück essen und Bier nicht unter einem Liter in sich hineintun. Das meine ich nicht. Sondern ich meine, dass Sie, wenn Sie aus Ihrer Heimat sich in einen anderen Kulturkreis begeben, und das tun Sie ja nicht, weil es Ihnen zu Hause so gut geht, sondern die Menschen kommen ja freiwillig zu uns, weil sie sich hier ein besseres Leben für sich und ihre Familie erhoffen. Das ist auch gut so. Wir brauchen Zuwanderung. Das ist überhaupt gar keine Frage. Aber wir müssen doch schon erwarten, dass jemand, der sich woanders hinbegibt, dass er den Willen mitbringt, sich dort auch einzuleben, an die Lebensregeln, die in diesem Land herrschen, auch dann zu halten, sie für sich selbst zu akzeptieren. Also ich mache Ihnen einfache Beispiele. Bei uns gibt es eine Schulpflicht. Und die Schulpflicht gilt, egal ob die kranke Tante gepflegt werden muss oder nicht, oder ob die Flugtickets bei den Ferien zur Zeit der Ferien teurer sind oder nicht. Da kann ich einfach 3 Wochen vorher wegfliegen und 2 Wochen später zurückkommen. Bei uns hat sich kulturell die Einehe durchgesetzt. Das mag mancher Mann ja für bedauerlich halten. Aber plötzlich wird bei uns diskutiert, ob es nicht eine Form kultureller Identität ist, dass Männer Zweit-, Dritt- und Viertfrauen haben. Da frage ich mich natürlich, Moment doch mal, wie lange haben wir eigentlich gekämpft um die Gleichheit von Mann und Frau und wie lange haben wir darum gekämpft, dass Kinder, die nicht ehelich geboren werden, weil die Zweit-, Dritt- und Viertfrau ist eine Nicht-Eheliche, dass diese einen Anteil am Erbe haben, dass die einen gesetzlichen Unterhaltsanspruch haben. Das haben diese Kinder alle nicht. Diese Frauen werden dastehen ohne Altersversorgung. Also da wären quasi so plötzlich so Grundzüge unserer
zivilisatorischen Entwicklung in Frage gestellt. Nehmen Sie das, den Ansatz, das ist doch schön, dass die Leute sich untereinander einigen, wenn es zu unliebsamen Begegnungen gekommen ist. Stichwort Friedensrichter. Dann sollen, wenn die Leute sich einigen, haben doch die Gerichte weniger zu tun. Was stört uns das? Also ich finde das schon in Ordnung, dass es eine unabhängige Justiz gibt und dass hier nicht jeder, ich sag mal, nach Stärke und nach Gewicht Recht hat oder nicht Recht hat. Denn bei der Regelung von unterschiedlichen Lebenseinschätzungen gewinnt meist der Stärkere und die stärkere Familie. Das sind so kleine Beispiele, wo an denen ich festmache, dass Menschen, die nach Deutschland kommen, wissen, dass in Mitteleuropa man anders zusammenlebt als im Tal von Pakistan und dass ihnen bewusst ist, dass sie dann hier auch sich diesen Regeln anpassen müssen. Ich rede von Anpassen, nicht von Assimilierung. Wenn ich Sie richtig verstehe, dann sagen Sie, das Problem sind Parallelgesellschaften, die sich immer mehr verfestigen, türkische, russische, arabische Parallelgesellschaften. Jetzt verbinden wir ja mit diesen vor allem islamischen Parallelgesellschaften Begriffe wie Unterdrückung der Frau, Zwangsheirat, Ehrenmorde. Sind das jetzt Übertreibungen, Klischees oder ist da was dran? Nein, es gibt Parallelgesellschaften. Vor 5, 6 Jahren bin ich für diesen Begriff noch schwer gescholten worden. Heute tut das keiner mehr. Eine Parallelgesellschaft ist eine Gemeinschaft von Menschen, meist der gleichen Ethnie oder auch der gleichen Religion, die so starke Binnenintegrationskräfte entwickelt mit eigenen Verhaltensnormen, die stärker sind und verbindlicher sind als die Normen der Mehrheitsgesellschaft. Also man verletzt eher die Normen der Außenwelt, als in der eigenen Welt dann ausgestoßen zu werden, weil du bist eine schlechte Schwester, du bist ein schlechter Bruder. Und deswegen sind Parallelgesellschaften so gefährlich, weil da einfach Räume entstehen, die von einer Gesellschaft, die miteinander lebt, einer solidarischen Gesellschaft, die wir ja haben über unser Sozialsystem und, gar nichts mehr zu tun haben, sondern das sind abgekapselte Gruppen für sich selbst. Und nicht wenige Wissenschaftler sprechen ja inzwischen nicht mehr von Parallelgesellschaften, sondern von asymmetrischen Gesellschaften. Also von einer Gesellschaft, die auseinanderstrebt, wo einer mit dem anderen gar nichts mehr zu tun haben will. Und das eigentlich einzig verbindende Element, was geblieben ist, ist das Sozialsystem. Das wird aber so nicht funktionieren. Jetzt haben Sie ja sehr viele Anhänger, die sagen, Recht hat der Mann, sonst hätten Sie ja auch nicht so viele Bücher verkauft. Aber es gibt ja auch eine ganze Menge Kritiker und die harmloseren noch unter den Kritikern sagen, ach, der Mann übertreibt, der haut auf die Pauke, damit er sein Buch verkauft. Also da kann ich immer nur sagen, ich empfehle dann ein Praktikum in einem sozialen Brennpunkt, wie ich diese Stadtgebiete nenne. Verniedlichend werden sie auch Stadtteile mit besonderem Entwicklungsbedarf genannt, wie eben Schulschwänzer, Jugendliche, schuldistanzierte Jugendliche sind. Also wir haben hier für alles inzwischen Begriffe, die Dinge verniedlichen. Und der Kreuzberger Bürgermeister sagt, lasst doch den Arabern ihre Parallelgesellschaft. Die Deutschen leben ja auch in einer Parallelgesellschaft im Kaninchenzuchtverein. So kann ich alles verniedlichen und die Augen schließen vor den Dingen, die tatsächlich aus meiner Sicht wichtig sind. Denn wozu führt denn das alles? Es geht doch nicht darum, ob Heinz Buschkowski sich ärgert, ob er ruhig schläft oder unruhig schläft. Es geht darum, dass das Ergebnis einer so ungesteuerten Situation in den Stadtteilen dazu führt, dass die Kinder, die dort geboren werden, in vielen Fällen gar keine Chance haben. Weil ich sage ja, auch in meinem Buch, ich rede nicht über die gelungenen Integrationskarrieren, die es zu Tausenden, Abertausenden, wahrscheinlich zu Millionen gibt. Ich rede über die Kehrseite, die übrig geblieben sind in diesen Stadtteilen, die marginalisiert sind. Und die Kinder, die dort geboren werden. Wir haben gerade die Studie erhalten über die Wissenskompetenz von Viertklässlern in Deutschland. Wo steht Berlin? Am Ende. Unsere Kinder in der 4. Klasse sind 1 bis 2 Jahre zurück. Ich kann das auch bestätigen. Ich bin in den Schulen. Woran liegt das? Was?
Woran liegt das, dass Berlin so zurückliegt? Das liegt daran, weil in diesen Vierteln die Kinder nicht herausgefordert werden. Es wird ihnen nichts vorgelesen. Es geht mit ihnen keiner in den Zoo. Es wird zu Hause eine Konversation, eine Sprache auf einfachstem Level geführt. Die Kinder kommen zur Schule und haben überhaupt keinen Wortschatz. Kinder von in Deutschland geborenen Eltern, die hier aufgewachsen sind, sprechen zu 40% kein Deutsch oder nur ein rudimentäres Deutsch. Da fragt man sich, wo haben diese Menschen gelebt? Und alle diese Kinder kommen mit solchen Handicaps zur Schule, dass die Schule dies kaum dann noch auffangen kann. Das führt dann wieder zu schlechten Schulabschlüssen oder zu gar keinen. In Neukölln zum Beispiel haben 50% der Schulabgänger haben 50% der Schüler haben gar keinen Abschluss oder einen Hauptschulabschluss. Sehr schwierig heute für eine Berufsausbildung. Manchmal auch nur ein Akt der pädagogischen Gnade des Lehrers. Das sind so Dinge. Und jetzt ist aber die Frage, na und, dann lass dort, wir reden hier über eine Minderheit. Was macht der für so ein Aufhebens? Also der Anteil der Schulabgänger von Einwanderern ist in Neukölln bereits in einer Höhe von 57%. Und bei den unter 5-Jährigen deutschlandweit haben Einwandererkinder inzwischen einen Anteil von 35%. Wir reden hier über die Zukunft unserer Gesellschaft. Und ich kann ja auch an der Stelle ein bisschen provozieren. Ein Leben in Wohlstand wird in der Zukunft nur möglich sein durch die Integration der Einwandererkinder. Und Integration ist ohne Bildung nicht möglich. Und das heißt, die Kinder müssen natürlich die Landessprache sprechen und sie müssen vernünftige Schulabschlüsse machen. Und dazu brauchen wir ein anderes Bildungssystem. Und wir brauchen dazu auch einen anderen Umgang mit den Kindern, bevor sie in die Schule kommen. Okay, jetzt haben Sie ja selber den Kreuzberger Bürgermeister angesprochen. Ich würde nämlich gerne nochmal auf die Vorwürfe zurückkommen, die man Ihnen macht. Der Kreuzberger Bürgermeister Schulz hat, das heißt, der ist, glaube ich, von den Grünen. Der sagt, sie hätten eine alarmistische, rechtspopulistische Grundhaltung. Aus Kreuzberger Sicht ist das Rassismus. Tja, das verwundert mich nicht. Aber der Kollege, wie gesagt, hat eben halt eine andere Auffassung zu den Dingen, wie wir unsere Gesellschaft steuern sollten, damit sie in eine erfolgreiche Zukunft kommt. Seine Sicht ist eben, in Kreuzberg gibt es sowas nicht. Da gibt es keine Kinder, die bei der Einschulung Sprachprobleme haben oder so gut wie keine. Es ist nur komisch, dass wir gerade in Kreuzberg einen hohen Anteil von Eltern haben, die ihre Kinder dort nicht zur Schule bringen. Es ist schon komisch, dass wir gerade an einer Schule darüber eine Auseinandersetzung haben. Soll man Eltern, die bildungsaffin sind, soll man denen auch in Klassen nachkommen, indem man sagt, eure Kinder kommen in eine Klasse, wo alle Eltern darauf achten, wie der Sprachstand ist. Der Kollege ist dafür bekannt, dass er sich relativ wenig darum kümmert, ob vor seiner Wohnungstür die Leute in Autos kampieren, auf der Straße kampieren. Er hat auch sicherlich ein Prä dafür, dass er große Probleme hat, seinen Haushalt in den Griff zu kriegen. Also ich finde, bevor man immer mit einem Finger auf den Nachbarbezirk zeigt, sollte man immer erstmal vor der eigenen Tür kehren. Viele Dinge, die Kreuzberg sein eigen nennt, gibt es bei uns nicht. Da sind gute Dinge dabei, da sind aber auch Dinge bei, da würde ich als Bürgermeister sagen, das möchte ich in Neukölln so nicht haben. Und das eine oder andere guckt er sich übrigens auch von uns ab. Sie gelten als Mann der klaren Worte. Der Umkehrschluss ist der, Sie haben es nicht so mit der Political Correctness. Sie sprechen von der Gutmenschenmafia und einen Satz, den habe ich mir dann extra angestrichen, den möchte ich dann doch vorlesen. Hier gibt es ein Kartell aus ideologischen Linkspolitikern, Gutmenschen, Allesverstehern, vom Besitzersyndrom Geschädigten und Demokratieerfindern, das den Menschen das Recht abspricht zu sagen, was sie denken. Was darf man denn in Deutschland nicht sagen, was man denkt? Nun, das sehen Sie ja gerade in meinem Fall. Wir hatten das auch schon in früheren Fällen. Ich finde, dass es immer wieder Prüfsteine gibt, wie weit wir
in unserer freien Gesellschaft mit der Freiheit des Geistes wirklich gekommen sind. Und ich halte es eben für keinen Akt von politischer Reife, Restaurantbesitzer mit Krawall und Zerstörung seines Lokals zu drohen, wenn er bestimmte Gäste nicht bedient. Das geht jetzt um Thilo Sarrazin. Das ging um den Vorfall um Thilo Sarrazin. Ich will mich gar nicht an Thilo Sarrazin abarbeiten. Aber der Vorfall selbst war schon sehr bemerkenswert. Oder solchen Druck auszuüben, dass selbst die Aleviten es für sinnvoller gehalten hatten, für ihr Jamhaus mit ihm nicht zu reden. Das ist für mich nicht politische Reife. Das ist das Erzeugen einer Schweigewand. Sie finden heute, sagen mir Fernsehteams immer wieder, kaum noch Lehrer, kaum noch Sozialarbeiter, die bereit sind, vor offener Kamera sich über ihre Arbeit zu äußern, weil sie anschließend einem solchen Mobbing ausgesetzt werden, dass sie sagen, das muss ich nicht haben, also hält man den Mund. Es hat auch hier einen Sinn, dass diejenigen, die in meinem Buch zu Wort kommen, Schulleitungen, Kita-Leitungen, Sozialarbeiter, Richter, dass die anonymisiert sind. Das habe ich ja nicht gemacht, weil die erfunden sind, sondern es geht darum, diese Menschen zu schützen. Und ich kann für meine eigene Person schon noch mal hinzufügen, dass ich mir den Vergleich mit Herrn Breivik, einem Massenmörder aus Norwegen, gefallen lassen muss, weil man das für offensichtlich eine besondere Diskussionskultur hält. Nein, ich glaube schon, dass wir bei uns auch eine Schicht bei den politischen Akteuren haben, für die Demokratie, Freiheit, Meinungsfreiheit nur dann gilt, wenn sie ihrer eigenen Meinung entspricht. Gut, dann wagen wir uns jetzt mal vor auf die Gebiete, wo die Political Correctness eine ganze Menge Hürden aufgestellt hat. Simple Frage. Gibt es einen Zusammenhang zwischen all den Problemen, die wir jetzt geschildert haben, und dem Islam? Zumindest ist auffällig, dass wir in den Einwandererkreisen, die dieser Religion zugehörig sind, eine statistisch signifikante höhere Neigung haben zur Gewalt, zur innerfamiliären Gewalt auch. Ob das ursächlich ist aus dem Glauben, kann ich nicht beurteilen, weil ich bin kein Religionswissenschaftler. Wir haben auch natürlich die sehr unterschiedliche Hinwendung zur Bildung. Wir haben die bereits von mir erwähnte Grundschulstudie beschäftigt sich an mehreren Stellen mit der Frage, warum türkischstämmige Schüler von allen Einwandererethnien die schlechtesten Schulergebnisse bringen. Ist diese Studie auch rassistisch, weil sie sich damit beschäftigt? Also es gibt schon einen Zusammenhang zwischen diesen Daten. Das kann aber auch am Ursprungsland liegen. Wenn man sich das mal ansieht, Somalia, Südsudan, Pakistan, Afghanistan, die hinteren Grenzregionen der Türkei, das sind natürlich auch Gebiete, wo man Schulpflicht, wo man Zentralinstanzen wie Polizei, wie Gerichte nur sehr sporadisch kennt und wo das Selbstbehauptungsprinzip. Also wenn ich mich nicht wehre, dann bin ich morgen tot. Also denken Sie an den Sudan und Somalia, wo das natürlich auch die Menschen prägt. Richtig ist auf jeden Fall, das kann ja nur jeder sehen, wenn er einen Fernsehknopf anmacht, dass der im Namen des Islam im Moment die meisten Gewalttaten verübt werden auf der Welt, die Leid und Not über Menschen bringen. Aber Sie wissen, im Namen der Religion ist schon viel passiert und eine Religion kann relativ wenig dafür, wozu sie missbraucht wird. Wenn wir jetzt an Probleme mit islamischen Einwanderern denken, dann denkt man bei uns zuallererst mal an die Türken, weil das ist ja auch die numerisch größte Gruppe. Aber ich entnehme dann noch ein paar andere Zahlen Ihrem Buch. 7% der Neuköllner Bürger sind Araber, aber 49% aller jugendlichen Straftäter in Neukölln sind Araber. Das scheint eine besonders problematische Bevölkerungsgruppe zu sein. Das kann man nicht bestreiten. Wir haben einen deutlichen Überhang von Gewaltbereitschaft bei jungen arabischen Männern. Das ist so.
Wir haben auch arabische Abiturienten, damit die nicht wieder unter den Tisch fallen. Aber wir können ja nur die Situation so beschreiben, wie sie ist. Und es wird ja nicht gesagt, sie sind kriminell, weil sie Araber sind, sondern es wird gesagt, wir haben einen solchen Anteil unter den kriminellen jungen Männern, die arabischstämmig sind. Das ist wie die Analyse der Kindergartenleiterin, wie sich ihr Viertel verändert hat, als ein sehr starker Zuzug von Schwarzafrikanern bei ihr stattgefunden hat. Und sie beschreibt dann die Verhaltensweisen. Das ist aus meiner Sicht auch nicht rassistisch. Sie sagt ja nicht, die Leute verhalten sich so, weil sie Afrikaner sind, sondern sie sagt, ich habe einen Anteil von Schwarzafrikanern, der sehr, sehr hoch ist. Und das hat zu folgenden Verhaltensweisen geführt, die mir als Kindergartenleiterin erhebliche Probleme machen. Das sind ja so die Vorwürfe, aus denen der Rassismusvorwurf abgeleitet wird. Da will ich gerade mal gern einhaken. Wir sind ja in Deutschland aus verständlichen Gründen vielleicht sehr, sehr vorsichtig, wenn man bestimmte Phänomene, zum Beispiel Kriminalität, mit Herkunftsländern verbindet und in Zusammenhang bringt. Sie haben trotzdem das gemacht. Ich entnehme da wieder einige Zahlen Ihrem Buch. Also in ganz Berlin sind laut Ihrem Buch 80% der Intensivtäter mit Migrationshintergrund ausgestattet und in Neukölln sind 93% aller jugendlichen Intensivtäter Migranten. Wenn ich jetzt mal Ihre Zahlen so nehme, was lernen wir daraus? Welche Konsequenzen ziehen wir daraus? Na, eine Konsequenz ist daraus mit Sicherheit, dass die jungen Leute sich in einer Situation befinden müssen, in dem der Schritt zur Kriminalität nur ein ganz kleiner ist. Das hat etwas mit dem zu tun, was wir vorhin diskutiert haben. Kein Schulabschluss, keine Berufsausbildung. 90% unserer jungen Männer beim Jobcenter haben keine Berufsausbildung. Also auch kein Geld, keine Kohle. Aber schwarzer BMW muss es sein, sonst ist man nichts im Viertel. Also das heißt, viele Wünsche, wenig Geld und dann gibt es andere, Gleichaltrige, die genau alles das haben, was ich gern hätte. Und dann ist der Weg bei einigen sehr, sehr kurz. Sich es mit Gewalt zu nehmen, abziehen nennt man das. Das hängt auch an der Gruppendynamik. Gerade Einwanderer, Jugendliche aus dem orientalischen Bereich, sage ich mal, neigen dazu, in größeren Gruppen aufzutreten, während zum Beispiel Deutsche vereinzelt auftreten. Damit sind sie natürlich hoffnungslos unterlegen und damit ein leichtes Opfer. Intensivtäter arbeiten immer nach dem Prinzip, selbst nichts abkriegen und das Opfer muss leicht zu überwinden sein. Das heißt, betrunkene alte Leute oder eben vereinzelte junge Menschen. Das ist ein Problem in unserer Kriminalitätsentwicklung. Allerdings, seit 2 Jahren flacht sich das auch bei uns ab. Die Straftaten sind von 3.500 auf 2.500 heruntergegangen. Man muss aber wissen, vor 20 Jahren, als wir noch mehr Jugendliche hatten, hatten wir 1.500. Also es flacht sich ab auf hohem Niveau. Jetzt haben wir ja mehrfach schon darüber gesprochen, dass Sie ganz erheblichen Anfeindungen ausgesetzt sind, weil Sie die Dinge so darstellen, wie Sie sie darstellen. Was treibt Sie denn persönlich an? Mit welchem Ziel machen Sie das, dass Sie an die Öffentlichkeit gehen und die Dinge so schildern? Na, das eine ist, weil wir uns das gar nicht erlauben können. Jedes Jahr einen weiteren Jahrgang, einen großen Anteil eines weiteren Jahrgangs nahtlos von der Schule ins Jobcenter zu transferieren. Das kann kein Zukunftsmodell sein. Und das Zweite ist, dass ich mich maßlos darüber ärgere, dass alle die, die an den Schaltstellen der Veränderungsmöglichkeiten sitzen, das ja alles kennen. Die brauchen Buschkowskis Buch nicht zu lesen. Die wissen sogar mehr und besseres, also dichtere, haben dichtere Daten als ich, dass dort aber halt die Verniedlichung stattfindet. Wir gehen in Riesenschritten voran. Wir sind erheblich weiter als noch vor 3 Jahren und. Und die Integration aller jungen Menschen blüht und gedeiht.
Das trifft einfach nicht zu. Und jeder, der Zeitung lesen kann, der kann die Berichte lesen. Jeder, der aufmerksam die Fachdiskussion verfolgt, kann das sehen. Und deswegen habe ich das Buch geschrieben, um die Integrationsdebatte wieder fordernder zu machen, um sie zu beleben, um dafür zu sorgen, dass Kinder, egal wo sie in Deutschland geboren werden, in der Köln-Nord oder an der Elbchaussee, die gleichen Chancen haben auf ein selbstbestimmtes Leben und dass die Herkunft eben keine Rolle spielt. Und ich sage Ihnen, unser Bildungssystem ist sehr resistent auf Veränderungen. Es gibt Dinge, die kosten überhaupt nicht viel Geld. Warum kann man in der Lehrerausbildung nicht 18 Monate Arbeit in einem sozialen Brennpunkt zur Pflicht machen? Warum kann man Lehrern in diesen Gebieten keine Zulage zahlen? Ich trete ein für Kindergartenpflicht. 87% der deutschen Bevölkerung sind für eine Kindergartenpflicht. Ich trete ein für gebundene Ganztagsschulen als Regelinstrument wie in fast allen europäischen Staaten. Es gibt ganz, ganz viele Dinge, deren Wert unbestritten ist in vielen, vielen Studien. Und die Frage lautet eigentlich, warum machen wir es nicht? Dann kommt immer die Geldfrage. Und da kann ich nur sagen, ich weiß, dass das ein bisschen polemisch ist. Der Umbau aller deutschen Schulen zu Ganztagsschulen kostet ungefähr 20 Milliarden. Die Rettung der Commerzbank hat uns 18 Milliarden gekostet. Also es ist eine politische Frage. Und wir haben in Neukölln ein Gymnasium vorgeführt, ein Mustergymnasium mit 90% Einwanderer-Schülern. Und wir haben die Zahl der Abiturienten dort in 4 Jahren vervierfacht. Mehrkosten pro Jahr für diese besondere Form des Gymnasiums 220.000 Euro. Das sind 5 Plätze im Jugendknast. Die Gesellschaft kann sich entscheiden, ob sie 5 Knackis ernähren will oder 650 junge Leute zum Abitur führen. Sie sind selber in Neukölln aufgewachsen, 1948, glaube ich, geboren und haben aus sehr bescheidenen Verhältnissen den Aufstieg geschafft. Vater war Schlosser, ja. Mutter war das 11. von 12 Kindern. Ja. Warum haben Sie den Aufstieg geschafft und warum ist das heute offensichtlich so viel schwerer? Weil die Gesellschaft den Aufstieg nicht mehr zulässt oder weil der Aufstiegswille nicht mehr da ist? Also, ich bin aufgewachsen mit den Erziehungszielen, wenn du etwas haben willst, musst du was dafür tun. Ich fand das, als ich jung war, ziemlich blöd. Ich hätte das auch anstrengungslos haben können. Deswegen habe ich von frühester Kindheit an immer versucht, mir selbst Geld zu verdienen. Vom Zeitungsjungen, vom Bauernhelfer, über Hilfsarbeiten in der Fabrik. Aber ich bin ein Produkt dieser Gesellschaft. Ich bin ein Produkt dieses Systems, was durchlässig ist, was Menschen, die sich reinhängen und die auch sagen, ja, ich will, denen auch dann die Chance gibt, ihre Ziele zu erreichen. Dieser Aufstiegswille ist vielfach nicht vorhanden. Jedenfalls bei einem Teil der Einwanderergesellschaft, die aus einem Land, die meist aus einem Land kommen, wo es den Menschen wirklich dreckig geht, wo Menschen auf der Straße verhungern oder am Rand der Straße verhungern. Die kommen bei uns an in unser Sozialsystem mit 3, 4, 5 Kindern, kriegen 3.000, 4.000 Dollar Hartz IV. Sie sind scheinbar für sich im Paradies angekommen. Wie soll in einer solchen Situation, wo man endlich mal so viel zum Essen hat, wie man will, wo man Geld hat, um sich Dinge zum Anziehen zu kaufen, wieso ist da plötzlich noch ein Aufstiegsgehen erforderlich? Der Aufstieg hat doch stattgefunden. Also es ist auch die Frage, wie bin ich bereit, mich selbst zu beteiligen? Türkische Eltern zum Beispiel wollen fast alle, dass ihre Kinder Anwalt, Doktor, Pilot oder ähnliches wären. Aber wenn man ihnen sagt, ja, aber da müsst ihr auch mithelfen. Das kann die Schule nicht alleine. Ihr müsst mit euren Kindern zu Hause üben. Lesen lernt man nur durch Lesen. Und ihr müsst euch darum kümmern, ob eure Kinder in die Schule gehen. Da wird es dann schon schwierig. Andrea Nahles, ja nur wirklich keine Rechtsauslegerin, auch nicht in der SPD, hat einmal gesagt, wir dürfen die Menschen nicht durch Transferlogiken sedieren. Und da hat sie völlig recht. Und wir müssen eben schauen, dass die Menschen, die hierher kommen, es als völlig natürlich empfinden, dass sie auch die Gesellschaft stärken,
sollen, dass sie sie voranbringen sollen und dass es auch darauf ankommt, wie sie sich in die Gesellschaft einbringen. Nicht nur, dass es die Aufgabe der Gesellschaft ist, sie zu integrieren, sondern sie müssen für ihre Integration den Willen schon mitbringen. Und wir können nicht allen sagen, puh, hast ein schlechtes Schicksal, hat das Leben dich nach Deutschland verschlagen, setz dich jetzt mal in Sessel und atme erst mal durch. Über den Kopf streicheln ist keine Integrationspolitik. Das war für heute Ihr Schlusswort. Das war der Dialog, diesmal mit Heinz Buschkowski. Herzlichen Dank an Sie im Studio. Herzlichen Dank, liebe Zuschauerinnen, liebe Zuschauer, an Sie zu Hause. Weiter viel Spaß mit unserem Programm.